So, hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Minecraft PlayStation 4 Edition. Und wir waren dabei, unser Haus zu bauen und ich würde sagen, wir machen damit einfach weiter und suchen erstmal ein bisschen Holz und hauen ein bisschen Stein ab. Aber als allererstes nehme ich mal den Ofen und die Werkbank und mein Bett vor allem. Und setze... Hab ich wieder keine Werkbank dabei? Egal. Den Ofen setze ich erstmal hier hin und das Bett dann mal ja hier mal so irgendwie und dann hauen wir mal was in den Ofen rein. Nee, warte mal, gibt nichts, was in den Ofen reinhauen können aus das hier und oh doch, gibt was. Okay, dann gehen wir ein bisschen Holz abhauen. Ich nehme mir die Steaks. Esse ich mir was? Ne, es lohnt sich nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das die dritte Folge der Woche ist. Oder ob das schon die zweite Woche ist. Ich immer noch nicht genau weiß, wie ich die Folgen hochlade. Kann es sein, dass ich sie ganz anders hochlade, wie ich es gesagt habe, dass ich irgendwie Dienstag und Donnerstag eins hochlade oder so. Es ist wahrscheinlich immer unterschiedlich. Ich weiß es noch nicht genau. Irgendwann gibt es wahrscheinlich auch dann genaue Zeiten, wie bei Battlefield oder Far Cry. Aber bis jetzt weiß ich noch nicht, weil ich habe eigentlich immer Bock auf Minecraft und ich nehme halt auf, soweit ich kann. Und lade dann auch hoch, soweit ich kann. Und die haben jetzt hier wieder zwei Kühe weggemetzelt. Voll geil. Nochmal ein Hühnchen. Also, die Tiere werden uns echt einen Arsch reingeschoben. Ohne Scheiß. Also mal wirklich jetzt. So. Da hinten geht's weiter. Was haben wir denn da? Ich kann leider nicht hinzoomen. Aber macht jetzt auch nichts, denn wir bauen jetzt erstmal hier das Haus weiter. So, hier lasse ich so und mach so hoch. Nein. Oh fuck. Fuck, wer hat das gerade gesagt? Ich nicht. So. Hier machen wir ganz große Fenster rein. Naja, ganz groß ist was anderes. Aber schon groß genug. Und, ich würde sagen, hier machen wir wieder Stein rein. Nee. Kein Stein. Wir machen hier wieder Holz hin. Und dann machen wir hier wieder Holz hin. Und dann, ja. Eine passende Reihenfolge kommt da hin. Da Steine mal abhauen können. Ich würde sagen, wenn wir das Haus fertig haben, dann gehen wir... Ja, hier ist Kohle. Das ist geil. Das freut mich. Müssen wir uns auch keine Holzkohle machen. Haben das gar nicht mehr nötig. So. Irgendwann werden wir Kohle vielleicht sogar scheißen können. So viel, wie wir dann haben. Jetzt da die Welt, soweit ich es gesehen habe, unendlich groß ist. Erst recht. Ach, nein! So. Achso, wir haben ja noch Zuckerrohr und alles mit, was wir anbauen könnten. Und auch Getreide. Nicht viel, aber wir können es anbauen. Ich sehe, es wird Nacht. Ja, wird Nacht. Dann gehen wir doch gleich mal pennen. In unserem neuen Haus. Da ist eine Lava-Höhle. Da können wir auch nächste Folge reingehen. Oder die Folge noch. Je nachdem, wie wir Zeit haben. Ich habe auch die Musik ein bisschen leiser gemacht. Da es mir in den anderen Folgen ein bisschen laut vorkam. Vielleicht hört man jetzt auch gar nichts mehr von der Musik. Aber wir schlafen jetzt erstmal eine Runde, soweit wir können. Wir können natürlich nicht.
Dann haue ich hier erstmal 2 Kohle rein. Dann nehmen wir es auch ein bisschen hell. In unserem Haus. Ich will es jetzt nicht Haus nennen. Es ist kein Haus. Noch nicht. Umrisse von einem Haus. Hier kommt dann wieder. Ja, hier kommt dann wieder das hin. Also hier wird es dann. Hier bekommt man so ein ganz schmales Fenster rein, würde ich sagen. Ganz schmales. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier kommt wieder Holz, dann kommt hier wieder. Ich würde sagen, hier kommt eine Tür hin. Also dieses Mal kommt hier kein, sondern eine Tür kommt hier hin. Boden mache ich auch das Holz und dann pennen wir. So. Okay. So. Es wird auch symmetrisch, wie ich das jetzt gerade sehe. Es wird symmetrisch, oder? Nein, hier nicht. Muss ja immer irgendwas falsch sein. Obwohl, hier ist eine Tür. Machen wir hier einfach eine Doppeltür. Dann passt es wieder. Doppeltür hier rein. So ein kleines Häuschen. Aber es muss ja nicht klein sein. Es kann ja auch noch einen Keller kriegen. Oder einen Dachboden. Also da ist noch alles offen. So. Pflanzen wir auch mal neue Bäume an. Ah, ich sehe. Den ersten, den wir hier gepflanzt haben, ist schon gewachsen. Wir haben gerade eben wieder abgehackt und da ist wieder einer gewachsen. Jetzt kriegen wir gleich einen neuen und hackt den hier weg. Essen haben wir jetzt inzwischen genug. Was habe ich denn hier noch? Steak? Achso, ich habe wieder 2 Kühe weggemacht. Stimmt ja. Das reicht doch nicht mehr. So einfach mal alles hier rein. Boah, wie viel Essen wir jetzt haben. Wir haben auch noch einen Apfel. Ja, aber Hunger werden wir nicht. So. Bisschen Holz. Okay. Kann man machen. Ja, ich glaube, das wird ganz schön. Zum Ende so ein kleines gemütliches Häuschen. Also klein ist eigentlich gar nicht. Oh, Essen. Wir haben nicht mehr Holz. Kein Holz mehr. Aber wir haben Pflasterstein. Was haben wir denn hier hin? Hier hin? 2, 3, 4 und dann nur hier kommt Pflasterstein rein, oder? Ja, sieht so aus. Und dann stimmt. Was wir noch machen könnten, wäre ein bisschen Getreide anbauen. Wir haben hier ja Erde. Machen wir einfach hier ein bisschen Erde drauf. Ups, ich wollte mich eigentlich hinknien und nicht absaufen. Ups, so ging das. So. Und dann hier noch ein bisschen was. Da noch, da. Und dann mache ich noch kurz eine. Ah. Ich habe eigentlich auch ein Skinpack. Ich habe bis jetzt noch keinen Skin reingemacht. Ich weiß nicht warum, aber. Ist ja auch nicht so wichtig eigentlich. Ich hatte da immer so ein Nilpferd. Ich fand das ganz witzig. Aber braucht man ja nicht unbedingt, oder? Ich finde nicht. Wir sind ja auch keine Nilpferde. So, im reifen Zustand kann Getreide geerntet werden, wodurch man Weizen erhält.
Ja, falls es jemand nicht wusste. Also wenn hier ganz zufällig jemand zuschauen sollte, er kann ja auch in die Kommentare schreiben, was er sich gern wünschen würde für dieses Let's Play. Was wir machen könnten, ob wir weiterziehen sollen oder ob wir hier bleiben und erstmal ein kleines Häuschen anlegen, ein bisschen Vorräte anschaffen, ein kleines Dörfchen aufbauen, was es halt alles gibt. Oh, hier ist ein Zombie-Hirn. Ist einer verreckt? Und ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir auch freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst. Ich frage da jetzt nicht so gern. Das ist ein bisschen schnorrerhaft. Aber ich meine, das zeigt ja nur, dass die Videos euch gefallen. Und dass der das aufnimmt und Videos hochlädt, während in dem Fall ich bin, auch sieht, dass euch die Videos gut gefallen. Und damit auch Lust auf mehr Videos hat. Ich meine, das ist ja jetzt ein Hobby, kann man sagen. Ein gutes Hobby. Ja. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, dass wir die Folge jetzt gleich wieder beenden werden. So in einer Minute. Wir setzen noch die Bäumchen. Ja. In der kurzen Zeit kommt man nicht sehr weit. Also, ich denke dann auch, dass ich gerade deswegen jede Woche 3 Folgen raushaue. Andere Let's Player schaffen es halt jeden Tag eins rauszuhauen, aber vielleicht geht das irgendwann auch noch. Lass mal sehen. Wir haben ja auch bald mal 1000 irgendwann mal 1000 irgendwie Abonnenten, 1000 Folgen meine ich, von Minecraft. Aber dann, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.